meine Lieben. Ja, ich drehe Orakel Liebestarot, ja, von Anfangsmess bis 15. März. Ja, mit ein bisschen Verspätung müsst ihr sehr Verständnis haben, da ich auch privat zu tun hatte und ich arbeite 80% nebenbei. Ja? Okay, aber jetzt bin ich da und ich mache diese alle Horoskope Liebestarot, ja, für März. Dann beginnen wir mit Mischen. Ich muss nochmals mischen. Ist mir ausgerutscht. Kann passieren. Dann mische ich wieder richtig. Für, Skorpion, du bist jetzt dran, ja? Single-Stapel und Wunschpapier-Stapel und am Schluss nehme ich noch eine Karte für global. Was ist Hauptthema bei den Skorpionen in der Liebe? Bis 15. März, ja? Wunschpartner, Skorpione. Was hast du hier? Kommt Tarot. Dieser Winter war so warm, ne? Gezeigt. Skorpione, was ist bei dir, ja? Bescheidenheit, dir steht viel mehr zu, als du dir vorstellen kannst. Wenn nicht du, wer hat es sonst verdient, endlich ins Liebesglück zu finden? Nein, für dich ist der Zug noch lange nicht abgefahren. In dir steckt so viel Liebe, ein reines Herz und ein wunderbarer Charakter. Halte dich nicht im Hintergrund, sei nicht so bescheiden und steh deine Frau bei deinem Selbstwert und stell dir aus der dritten Reihe nach vorne die erste Reihe. Auch wenn du es nicht glauben willst, aber sobald du deine Aura endlich wieder strahlen lässt, wirst du dich von Verehren kaum noch retten können. Denke positiv, ja? Was hast du noch? Du bist in Heilung, meine Liebe. Ja, schon wieder Heilung. Und es kommt, muss Entscheidung, Durchbruch zur Lösung, Durchbruch, ja? Schuss auf Neubeginn, ja? Du kommst da hinten, ja? Aber du brauchst Zeit, du gehst vorwärts, Aufbruch, ja? Und Geheimnisse, ja? Pass auf, wann du Geheimnisse über deinen finanziellen Zustand erzählst, ja? Kann sein auch, dass die Vergangenheit, ja, du ausgebeutet worden bist, ja? Wegen Finanzielles, das musst du aufhören, ja? Niemand kauft Liebe, ja? Pass auf, über Ausnutzung in der Liebe, ja? Deswegen bist du am Heilen. Was haben die Liebesengel noch für Botschaft für dich? Skorpion, Singles, Leute.
kommt auf dich zu. Was gibt's da? Ja? Ui, romantische Liebe. Amos-Pfeil hat getroffen. Ja? Es kommt jemand Wunderbares auf dich zu. Ja? Auge auf. So, Wunschpartner. Stapel. Oh, Stolpersteine. Mir werden gerade vermehrt Steine in den Weg gelegt. Im Grunde sind es eigentlich riesengroße Felsbrocken. Mein Umfeld, meine Familie sitzt mir im Nacken und macht mir das Leben zusätzlich schwer. Eine Beziehung mit dir gestaltet sich wie ein schwer unerwindbares Hindernis für mich. Es ist alles zu anstrengend. Okay? Und Reinheit. Ja, kommt bei dir rein, was Liebe anbelangt. Ja? Und du wirst Glück in der Liebe erfahren, wenn nicht mit diesem Wunschpartner, mit jemand anders. Ja? Aber Arbeit an dich auch, ja. Und Versöhnung. Ja? Es kann Versöhnung wieder kommen mit diesem Wunschpartner, aber das wird nie die ernsthafte Bindung sein, Partnerschaft. Das wird immer ein Hin und Her sein. Wegen Familie oder privates Ding. Ja? Dann. Es kommt noch wieder Liebe für dich, meine Liebe. Was ist da? Die Antwort lautet nein. Eben. Diese Hin und Her, diese On-Off-Beziehung, Partnerschaft plus, das ist, du willst arbeiten, ja. Du kannst diesem Mensch vergeben, was gewesen ist, aber geh vorwärts, ja. So merke ich. Bleib dir selbst treu hier, ja. Skorpion, da ist nichts für dich. Geh vorwärts. Die Antwort lautet nein, ja. Und es ist Hauptthema für Skorpione, ja. In Sachen Liebe bis Mitte März. Enttäuschung. Jemand an dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. Enttäuschung, ja. Schau mal. Die letzte Karte. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Ja? Ja, das war für Skorpion, liebes Tarot, bis Mitte März. Bis zum nächsten Mal, eure Kometa los. Bye.